Aber ich denke, so sieht das schon ganz gut aus. Jetzt hier die Base machen. Hier oben erstmal so eine Mall zum Anfang. Wild durcheinander gewürfelt. Die wir dann auch wieder dementsprechend abreißen. Rechts erweitert, haben wir bis dahin im Zweifel Platz. Das heißt, ich müsste diese Stränge auch hier runter zu fortsetzen. Das mal weg. Ist doch ein bisschen. Bisschen interessanter und schwieriger als ich dachte. Aber es läuft. Ja, da ist wieder das Nicht-Überbauen Tatsache. So. Das ist schon begrenzt. Tausend ist das Maximum. Okay. Okay, Strom reicht vollkommen aus. Okay, da kommt auch das Landfill im Wasser, sehr schön. Das brauchen wir ja auch. Hier mit den Kisten ist er jetzt auch bald fertig, weil der Rest ist ja hier schon gut befüllt. Jedenfalls brauche ich dann dort auch noch so einen wilden Abfall. Lagerdings. Jeden Fall kann ich da oben dann auch ein Artilleriegeschütz hinstellen. Was ich mir nicht angefordert habe. Ich glaube, dann habe ich nur noch. Da habe ich es. Das heißt, ich hätte jetzt alles, was ich bräuchte.
Dann schalte ich das Ganze hier wieder aus. Und nicht zwischendurch, wie gesagt, wenn ich durch andere Logistikbereiche durchlaufe, das Problem habe, dass er dann immer alles bauen will. Ja, 2022, das wird das Jahr der Endgame-Base. Auf jeden Fall des Aufbaus. Bin mir nicht sicher, ob ich das 2022 schon in dem Punkt hinbekomme, dass ich dann hier die 1000 Wissenschaftspakete pro Minute hinbekomme. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Ist halt schon mal vom Vorteil, wenn hier wenigstens eine Kupfer- und Eisenplatten reinkommen, dann kann ich hier schon mal die Knickis bauen lassen, sobald Stahl ist, auch die Tore. Truhen, Tore, wie komme ich auf Tore? Mann! Und für, ja, für die Auslagerung von den Ölen, von den Raffinerieprodukten. Da wird es natürlich auch nochmal interessant. Weil wenn ich das waagerecht hinsetze, naja, es wird so oder so interessant. Ja, verflixt. Einmal falsch gedrückt. Hier kommt Roheisen. Damit hätte ich die eigentlich soweit fertig. So. Und mal hier hoch zu den Eisenplatten.
Gott, machen wir das Lehmfell da drüben noch? Wie mache ich das mit der Auslagerung von den Raffinerieprodukten? Das ist so eine Sache. Wie das Kopf so rattert, wenn man eigentlich nur zuguckt, dass hier was gebaut wird. Ist auch irgendwo erstaunlich, ne? Weil im Prinzip überlege ich gerade, wie ich das Design mache. Von der Ölausladung. So, ich verbrauche so wenig, zu viel Strom. Das ist interessant. Müsste ich statt den hier eigentlich Batterien reinsetzen? Ja. Ja, sonst habe ich hier immer so Zwangspausen. Das nervt. Bisschen. Sechser, Sechser, Bob. Was haben wir? Wir haben noch genug.